Grüß Gott und willkommen bei Glaubenskompass. Seit Mitte des 12. Jahrhunderts grassierte die Sektenbewegung der Katharer, eine Häresie, die wohl durch die Kreuzzüge aus dem Orient importiert worden war. Ihre Anhänger wurden nach ihrer Hochburg Albi in Südfrankreich auch Albigenser genannt. Diese Irrlehre breitete sich rasch in einer für Rom beunruhigenden Weise aus. Die darauf einsetzende Verfolgung und gewaltsame Vernichtung der Katharer gehört zu den traurigen Kapiteln der Kirchengeschichte. Über Hintergründe und auch Fehlinterpretationen wollen wir heute sprechen mit dem Historiker Dr. Michael Hesemann. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Hesemann, ich erwähnte es eingangs, die Katharer brachten ihre Überzeugungen wohl aus dem Orient mit. Was war in aller Kürze ihr Glaube? Woran machten sie ihn fest? Also die Katharer waren Manichäer und Mani war ein im 2. Jahrhundert lebender, selbsternannter Prophet, der eine Synthese zwischen Christentum, der Religion von Zarathustra und Einweihungsreligionen der vorderasiatischen Welt hergestellt hat, der Mithras-Religion zum Beispiel, und der ein sehr stark dualistisches Weltbild vertreten hat. Er hat also zwischen Licht und Materie unterschieden und hat dann gesagt, also die Materie ist schlecht, die materielle Welt ist ein Kerker für die Lichtseele und die ist nicht von Gott geschaffen, sondern vom Teufel. Und die gesamte Schöpfung, alles Materielle ist vom Teufel und ein Kerker für die Seele, für das Licht. Und darum muss ich die Seele von allem Materiellen befreien. Und dementsprechend hat seine Religionsgemeinschaft alles Materielle abgelehnt und sich natürlich auf der einen Seite einer selbstgewählten Armut unterzogen, hat sehr enthaltsam gelebt, vegetarisch, Sexualität wurde verurteilt. Man hat alles Materielle abgelehnt, auch materielle Kirchenbauten, Sakramente hat man abgelehnt, die Kirche abgelehnt. Und weil damals in Südfrankreich gerade eine sehr lebensfrohe, man muss schon sagen dekadente Lebensform auch im Katholizismus herrschte, hat die Bewegung dort viele Anhänger gefunden. Und das ist ja das, was die meisten Menschen heute immer glauben, weil die Katharer Enthaltsamkeit und Armut predigten. Deshalb sind sie quasi der Kirche in Rom ein Dorn im Auge gewesen. Stimmt das? War das der Hauptgrund? Ja, also, muss man erst mal sagen, sie waren generell der damaligen Gesellschaft aller, die nicht in diesem völligen antimateriellen, lebensfeindlichen Wahn waren, ein Dorn im Auge. Ich meine, das höchste Sakrament, wenn man so will, bei den Katharern war der rituelle Selbstmord. Das war dann, man hat sich über Fasten oder auch über zu Tode gefastet oder auch auf andere Art und Weise umgebracht in einem Zustand des Gebetes, weil man dachte, damit befreit man die Seele. Und das war natürlich eine kranke Religion. Das war ein Todeskult, der auch nicht die Grundlage einer Gesellschaft war. Und die damalige Gesellschaft war ja generell sehr monolithisch aufgebaut. Man sagte also, damit die Gesellschaft beisammen bleibt, braucht man eine gemeinsame Grundlage, den christlichen Glauben. Wenn da jemand was vollkommen Konträres auf einmal lebt und dann auch die bestehenden Macht- und Herrschaftsstrukturen, ihre Symbole anprangert, dann ist das natürlich nicht nur eine theologische Debatte, sondern in erster Linie ein Politikum. Und so wurde es auch genau das. Die Hintergründe für den Katharer Kreuzzug waren in erster Linie politischer Natur. Bleiben wir nochmal in der Zeit davor. Wie hat denn die Kirche in der Anfangsphase, also in der Zeit, als die Katharer erstmal aufkamen, darauf reagiert, auf diese Herausforderung? Erst einmal rein pastoral. Erstmal wollte man die neue Lehre unter die Lupe nehmen, die prüfen. Und dann hat man aber festgestellt, es ist unvereinbar mit dem christlichen Glauben.
Und dann hat man gesagt, okay, erstmal Kirchenbann für die Hauptakteure. Nicht für die Gläubigen, sondern für die Hauptakteure. Und hat dann auch die Gründe für den Erfolg der neuen Lehre kritisch untersucht und hat dann gesagt, wir brauchen Reformen. In vielen Punkten haben wir ja recht, wenn die uns anprangern, dass dort gerade in Südfrankreich eine totale Dekadenz herrscht mit Priestern, die Geliebte haben, mit Mönchen, die Geliebte haben und sich den Bauch nur noch vollgeschlagen und den Wein in Unmengen getrunken haben. Das geht ja auch gar nicht. Und hat dann eine Reform eingeführt und hat dann gesagt, wir müssen die Gläubigen zurückholen, überzeugen, bekehren, indem wir die Häresie widerlegen. Und dann hat man den neu gegründeten Orden der Dominikaner, der ja nicht nur ein Bettelorden war, also gerade das gelebt hat, was die Katera populär machte, nämlich die Bescheidenheit, eine Kirche der Armen praktisch, sondern auch theologisch hochgebildet, weil die Dominikaner waren die größten Theologen. Dann bald der damaligen Epoche hat man den Dominikanerorden beauftragt, dass er dort eben eine Art Re-Evangelisierung oder Gegenmission betreibt. Also es gab durchaus eine konstruktive Reaktion der Kirche auf diese Herausforderung. Dennoch hat Papst Innozenz III. 1208 einen Kreuzzug gegen die Katharer ausgerufen. Was hat ihn denn zu diesem harschen Schritt bewogen? Ein Mord. Er hat einen Legaten in die Region geschickt, um eben die Fortschritte auch der Re-Evangelisierung zu überprüfen. Und dieser Legat, Peter von Castelnau, deutschstämmig, der wurde in Aal ermordet. Und die Mörder handelten im Auftrag des Landesherrn Raimund von Toulouse, der ein Anhänger der Katharer war. Und hier lag also nicht nur der Angriff einer Sekte, sondern eines Landesherrn.